Plattenkiste, Pfannfreunde, ja, hallo Guido hier nochmal, ne? Ja, was soll ich euch sagen? Wie es immer so ist denn bei so einem Plattenheini, habt ihr wahrscheinlich auch schon mal alles gehabt. Ich habe Schallplatten gefunden, ja, und zwar hier waren die versteckt. Was heißt versteckt, kann man auch nicht sagen, aber ich würde mal einfach sagen, sie waren dicht geräumt, ne? Meine verschwundenen Indie-Scheiben sind aufgetaucht in einer schönen Kiste hier zwischen den ganzen Büchern. Ja, weiß ich auch nicht, warum die da irgendwie gelandet sind. Dachte ich mir, okay, das ist ja schon mal fast wie ein kleines Mini-Special wert, ne? Toll, also ich freue mich total. Ich bin total am Aufräumen gerade hier. Draußen kann ich nichts machen, es ist so heiß gerade eben. Dachte ich, okay, ich muss mal irgendwie was machen. Fange ich mal an, das Schlafzimmer ein bisschen zu renovieren und irgendwie ein bisschen aufzuräumen. Dann habe ich hier erstmal die Hälfte hier reingeschleppt, da reingeschleppt, musste ein bisschen Platz machen und finde einen echten Stapel Scheiben hier wieder, ne? Waren total verschwunden. Ich weiß nicht, wie lange die da schon liegen. Freue mich total darüber. Zum Beispiel The Soul Mining hier, ne? Schöne Platte hier von der Band The. Ne? Freue mich drüber. Ich lege die meinem Tier und da hinstellen. So, dann könnt ihr es vielleicht auch noch ein bisschen sehen. Ich habe keine Ahnung, ob diese Kamerastellung, Einstellung ist ja schon eine Katastrophe, würde ich sagen. Philipp Bohr, Copperfield, ne? Super, echt freue ich mich auch total drüber. Genauso wie Helios. Helios von Bohr, ne? Auch Philipp Bohr. Also wo du klappt, nee, nicht wo du kalt, wo du klappt, ne? Wo du kalt war ja knallhart von Philipp Bohr. Er war schon so neue deutsche Härte mäßig so und wo du kalt ist er halt super Indie-Sound, ne? Love Like Blood, Flags of Evolution, auch eine schöne Platte natürlich. The Church, total abgefahren, ne? The Church hier, super Indie-Band aus Australien, ne? Super Hits gehabt, ne? Under the Milky Way of Love und solche Geschichten. Das war so eins der großen Hits von denen, glaube ich, gewesen, wenn ich mich jetzt nicht groß täusche. Ne? Auf jeden Fall auch total abgefahren, freue ich mich total drüber. Total, total, total. Ne? Ja. Was habe ich hier? Last Exit to Wonderland, Jesus Burning Liquor. Auch super klasse hier. Ich meine, das ist völliger Indie-Kram. Keine Ahnung, warum ich die habe, die mal irgendwann dahingestellt, gehe ich mal von aus. Und jetzt finden sie einfach mal wieder. Die komplett vergessen. Unglaublich, ne? The Heart Throb, ne? The Heart Throb, Cleopatra Grip heißt die Scheibe. Auch super Indie-Scheibe. Ich gehe mal ein bisschen rüber, weil sonst fällt da wieder alles runter hier. Nochmal hier Mind Bomb von The. Auch richtig klasse. Einer früher meiner Lieblingsband, Infected. Da habe ich sogar zweimal, ne? Wenn ihr gleich seht. The Rose of Avalanche, ne? ICE oder Ice, ich habe keine Ahnung genau, wie man es ausspricht, aber auch eine schöne Platte. Nochmal so geile Church, Priest gleich Aura hier, also total abgefahrene Scheibe. Sister of Mercy natürlich. Nochmal hier Aldrich, Andrich, Andrich, Andrew, Andrich, glaube ich, ne? Super geiler Typ. Myrna Loy, ja, habe ich schon vorhin gehört, ja, total abgefahren. Das ist eine Band aus Bonn. Ja, das ist auch hier eine Special, limitierte Erstauflage mit Bonus-Single. Natürlich auch ein ziemlich cooles Cover, finde ich. Nicht schlecht, ey. Also geht schon ab, muss ich ganz ehrlich sagen. Schöne Platte. Genauso wie The Clash, ne? Hier von Levi's. Should I stay and should I go? Ne? Natürlich. Ist aber eigentlich so die Maxi-Version hier. Aber ist ja egal. Ne? Das ist ja eine Platte, die muss man ja irgendwie mitnehmen. Ne? Front 242, ne? Auch immer heiß begehrt. Na, und nochmal hier The Infected, ja. Und das bedeutet, die habe ich auf jeden Fall auch schon mal doppelt. Ne? Wobei ich mir nicht ganz sicher, ob ich den Mind Bob oder Soul Mining auch habe. Ich glaube, die habe ich irgendwo nochmal rumstehen. Vielleicht war das auch einer der Gründe, warum ich die erstmal beiseite geschoben habe. Alle zusammen. Und dann wieder irgendwas davor gebaut habe oder was. Weiß ich nicht, wie sowas geschieht. Ne? Auf jeden Fall hier mal eben ein kleiner Stapel Schallplatten, die mal eben wiedergefunden werden. Deswegen mal hier meine verlorene Indie kleiner Mini-Special. Ne? Also freue mich total darüber. Ansonsten, wie gesagt, bleibt einfach mal am Start. Freut euch des Lebens, freut euch des schönen Wetters. Genießt eure coole Zeit, hört gute Musik, Leute. Und yes, peace and love and good happiness stuff. Ne? Ciao. Wow.